Wenn ihr wissen wollt, wo wir heute übernachten, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute. Tachchen. Wir sind jetzt am Grubenhaus angekommen, haben vorher noch ein paar andere Videos gedreht und noch ein bisschen anderes Zeug gemacht. Und jetzt geht es, wie von euch gewünscht, an die Übernachtung. Ja, die Sonne ist schon langsam am Untergehen und ich würde sagen, wir müssten so langsam mal ein paar Sachen vorbereiten für die Nacht. Was steht denn an? Ja, zuallererst werden wir jetzt erstmal quasi die Rucksäcke in das Lager flacken, Schlafplätze vorbereiten, dass die dann halt quasi hergerichtet sind für die Nacht. Und dann würde ich dann erstmal ans Essen machen gehen, weil ich habe nämlich richtigen Kohldampf jetzt nach dem Tag. Ich habe richtig Hunger, ja. So, dann bereiten wir jetzt die Schlafplätze vor. Na, dann mal gleich ran hier, los. Anni, was hast du alles für die Übernachtung mitgenommen? Ja, wir haben ja schon im Internet nachgeguckt, wie viel Grad es heute Nacht werden. Circa 10 Grad, also ist gar nicht so kalt. Also haben wir Folgendes dabei. Carinthia Tropenschlafsack, der ist ja bis 5 Grad, also reicht ja locker. Ja, Kochtopf, Tatonka-Tasse, verschiedene Lampen, damit wir das ausleuchten können für euch. Ganz wichtig für morgen früh. Ein richtig, richtig cooles Kopfkissen. Ist zwar leider sehr groß und schwer, aber es ist so scheiße bequem, ey. BW-Faltmatte zum Sitzen. Elefantenhaut zum Drunterlegen von der Isomatte. Und dann meine fette, große Expert-Isomatte. Ich will einfach, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen, deswegen brauche ich eine ordentliche Isomatte, damit es ordentlich Schlaf gibt. Ja, dann noch so Kleinigkeiten wie ein kleines Beil, ein bisschen zu basteln, Messer haben wir noch mit, Säge haben wir mit, Nightpack, wo halt so ja, Zeckenschutzmittel drin ist, Pflaster, Klopapier, Taschentücher, alles was du nachts brauchst, damit du halt nicht raus musst, damit du alles griffparat hast. Und noch ganz, ganz viel Essen, weil wir wollen ja nachher noch ein bisschen was kochen. Und genau das Zeug hier werden wir jetzt für die Nacht vorbereiten, also auf geht's. So, erstmal die Elefantenhaut hinmachen. Warum benutzen wir die Elefantenhaut, Andi? Man könnte ja auch was Leichteres benutzen. Ja, die Elefantenhaut ist halt durch diese Karo-Strukturierung hier extrem robust und da kann auch mal ein spitzer Stein oder ein Stock drunter sein, die reißt halt trotzdem nicht weit auf. Das ist ziemlich cool. Und sie kostet halt fast nichts, ne? Direkt zur Isomatte, oder was? Die kennt ihr mittlerweile auch schon, haben wir schon in unserem Gear-Fuhren-Video vorgestellt, das Ding. Grundsolide Sache. Nach 10 Stunden hat Andi geschafft, die Matte aufzupumpen. Zack! Oh, ist das nice. Es folgte der Schlafsack. So, und damit ist Andis feines Palästchen eigentlich schon fertig. Das Coole ist, dass das Ding ein Moskitonetz mit drin hat. Das finde ich sehr, sehr gut. So, Anni, und warum haben wir das jetzt alles vorweg schon mal aufgebaut? Ja, im Dunkeln hat halt keiner Lust, das alles aufzubauen. Jetzt ist noch hell, jetzt sind wir noch nicht müde und man bereitet es quasi vor. Und die Daunen können schon mal auffluffen und dann kann es die Isolierleistung voll entfachen. In dem Fall keine Daunen, sondern Kunstfaser, aber selbes Prinzip. Ja. Und nicht zu vergessen, mein Lieblingskissen. Oh, ist das fluffig, Leute. Schlafen wie zu Hause bei Mutti, ey. Ja, das muss schon. Das ist mein Schlafsetup hierfür. So, Gerhard, dein Schlafsetup? Ja, mein Schlafsetup besteht bei der Boseninisolierung aus zwei Isomatten. Einmal einer Thermarest Z-Light und noch einer anderen Thermarest-Matte, die ich jetzt einfach um ein breiteres Bettchen in Anführungszeichen zu haben, mitgenommen habe. Einen einfachen Poncho-Liner, der mich hoffentlich bei 10 Grad warm hält. Den werde ich jetzt heute mal probieren, wie eine Decke zu benutzen. Und einem kleinen Kopfkissen, einem Reisekopfkissen. Also ganz entspanntes Setup heute. Und ich werde lange Unterwäsche anziehen und das sollte mich dann auf jeden Fall vor dem Erfrieren schützen. Fürs Armbrot brauchen wir jetzt ein paar Schneidebrettchen, deshalb habe ich jetzt mal meine kleine Säge hier genommen und werde jetzt aus diesem Baum ein, zwei Schneidebrettchen raustrennen. Zwei
zwei kleine Frühstücksbrettchen. Check. So, das ist jetzt unser kleines leckeres Abendbrot. Es gibt gebackene Bohnen mit Paprika, dazu ein paar Schalotten, Wurst, Tomaten und auch Speck. Der liegt da hinten. Und nicht zu vergessen, so ein dreiviertel großes Leibbrot. Naja, wir wollen ja satt werden. Ja, auf jeden Fall. Andis Standard-Koch-Setup ist wie immer der Primus-Kocher mit dem in der Titan-Version, ne? Expressstoff oder so, wie genau, er heißt. Genau, genau. Ja. Mit dazu passendem Primus-Kochgeschirr. Man merkt, Andi ist eine kleine Primus-Hure. Wie man sieht, Gerrit, wie immer Optimus verbreitet. Alles dabei, von der Gaskartusche bis zum Leitkruxkocher. Und dazu passendem Kochgeschirr mit Wärmeleitlamellen. Leute, das ist hier... Also voll die Optimus-Hure. Ja. Mal Hashtag Team Primus in die Kommentare, wenn ihr für Anni seid. Und hier mal Team Optimus, ist natürlich viel geiler, Team Optimus, ne? Hashtag Team Optimus in die Kommentare. Was findet ihr besser? Rutzeln wir hier mal ein bisschen. Jetzt ist erstmal Speck und Zwiebeln in der Pfanne, dann kommen gleich die Baked Beans oben drauf und dann schnippeln wir den ganzen Rest rein. So, die Bohnen sind jetzt auch drin und Paprika. Jetzt kommt gleich noch die Wurst mit dazu und Tomaten. Ja, nice. Jetzt gibt es noch ein paar Thüringer Meisterknacker oben drauf. Jetzt wird das Ganze nochmal warm gemacht und dann wird gespeist. Anni, wie weit bist du? Guck dir mal bitte das an hier. Boah, ey. Das ist halt das Geilste, ne? Draußen mal schönes frisch zubereiten. Alter. So Leute, wir essen das jetzt hier mal in Ruhe auf und dann holen wir euch nachher wieder dazu. Ja, wir haben noch unsere Campinglaterne angemacht, wie ihr seht da oben. Die strahlt auch ziemlich gut, das ganze Grubenhaus ist schön ausgeleuchtet. Ist jetzt 22.30 Uhr, glaube ich. Jupp. Ja, und ich würde sagen, Gerrit, erzählt euch mal, wie wir uns hier eingelebt haben. Ja, nach dem Essen haben wir noch so eine kleine Runde gedreht, einen kleinen Verdauungsspaziergang gemacht. Bisschen das Gelände nochmal ums Grubenhaus erkundet. Ja, zum Beispiel ein schön Mütchen, würde ich sagen. Und... Mütchen! Ja, Leute, und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt in die Haie, Penne Penne machen und wir sehen uns morgen früh. Vielleicht aber schon mal den Sonnenaufgang. Mal gucken. Also, gute Nacht! So, Leute, ich weiß, ihr seht mich noch nicht. Guten Morgen erstmal. Der Andi, der schläft noch und den werden wir jetzt mal richtig schön aus den Federn schmeißen, weil wir uns jetzt gleich noch den Sonnenaufgang ansehen wollen. Guten Morgen! Aufstehen! Kuckuck! Oh, auch mal laut sein. Alter, mach die Funzel aus! Andi, los! Wir haben nur ein paar Minuten. Oh! Yay! Oh, als ob du das Licht anhast. Ja, also wir geben an, jetzt mal kurz Zeit aufzustehen, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns draußen wieder. Leute, da kriechen wir jetzt gleich raus und gehen dann erstmal schön ans Wasser und gucken mal, ob wir den Sonnenaufgang noch erwischen. Der Andi, der braucht nämlich ganz schön lang. Alter. Guck, der hat seine Botten immer noch nie an. Oh Gott. Funktioniert hier halt alles irgendwie. Kannst du mal wissen, wie spät das ist? Es ist jetzt, Leute... Ja, seht ihr wahrscheinlich nicht richtig, ist ja auch egal. 6.51 Uhr. Ja, viel zu früh, ey. Ja, 6.37 Uhr Sonnenaufgangszeit. Also, los. Ist voll kalt. Ich höre ihn nur meckern, Leute. Ich höre ihn nur meckern. Ja, guten Morgen nochmal, Leute. Moin. Andi ist jetzt endlich ansprechbar und wach und draußen und ich würde ihn jetzt einfach mal fragen, wie war die Nacht für dich? So, Gerrit, die Nacht war eigentlich sehr gut. Also ich habe gut geschlafen. Du hast geschnarcht. Ist ja nichts Neues. Das ist eine andere Sache. Ich habe mal seit langem wieder gefeiert, nicht in der Hängematte zu schlafen, weil ich halt gerne auf dem Bauch schlafe. Wie war es bei dir? Ja, bei mir, sage ich mal, war es so bis circa 4 Uhr auch gut. Dann hat mein Rücken irgendwann gemerkt, dass ich quasi so eine leichte Schräglage hatte. Also mein Kopf lag leicht weiter nach unten und ein bisschen... im Hohlkreuz, sage ich mal. Das war dann nicht mehr so angenehm. Ja, und ich würde sagen, jetzt ist mal Zeit zu frühstücken. Ehrlich, mal mit Frasen. Hab Hunger. Frasen! Auf geht's. Frasen! So, Anni, was gibt's bei dir Feines zu essen? Leckeres Brot mit Schokocreme. Aber viel wichtiger ist, Anni sollte jetzt vielleicht mal seinen Kaffeewasser checken. Kaffee! Oh, Gott. Ich halte mal drauf. Oh, Anni wird sich jetzt... So, Anni hat einen Kuchen gebacken.
Gerrit, was gibt's bei dir heute zum Frühstück? Ja, ich habe mir zum Frühstück ein schönes Cappuccinochen von Nescafé gemacht und quasi zu Hause schon so einen Haferschleim angerührt. Da habe ich einfach Milchpulver mit Haferflocken und Zimtzucker zusammengekloppt. Da jetzt einfach heißes Wasser drauf gegossen, ein paar Kirschen dazu getan und das snacke ich jetzt zum Frühstück. Ist ganz geil. Na dann mal, guten Hunger! Mhm. Ja, fertig gepackt, Müll wieder alles mitgenommen, Grubenhaus wieder ein bisschen gereinigt innen drin, nachdem wir da rumgemüllt haben. Ja, Gerrit. Kurzes Resümee der ganzen Sache. Auf jeden Fall ein cooles Lager. Eher was für den Winter, würde ich sagen, beziehungsweise für den Sommer, weil es dann da wirklich kühl unten ist. Wir konnten unsere Ausrüstung mal ein bisschen im Detail testen und uns jetzt ein bisschen auf den Sommer vorbereiten. Und dann gibt es halt noch ein bisschen Feintuning. Und wenn euch dann auch vielleicht mal interessieren sollte, was wir im Detail so mit hatten, schreibt das mal in die Kommentare und dann können wir vielleicht auch mal ein Video dazu machen. Ja, ich würde sagen, Gerrit macht noch die Tür zu, man muss ja abschließen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tachchen, Leute. Tachchen. Leider. Ist doch egal.